sieht man es leider nicht so viel. Da haben wir Tulpen, falls wir mal einen Blumenstrauß für eine holde Maid brauchen. Welcher Knopf war das? Der da. Okay. Gut. Ja, da haben wir hier so ein bisschen wenigstens mal die Gegend erkundet. Wir müssen nochmal deutlicher in die eine oder andere Richtung laufen. Gerade interessiert mich auch, was so hinter der Wüste ist. Hinter diesem großen... Alter Schwede. Boah, alter Schwede. Und die haben natürlich keinen Stein dabei, um uns hochzubauen. Und es wird dunkel. Alter. Das war scheiße knapp. Boah, ey. Bam. Gott sei Dank haben wir Eisenspitzhacken gemacht. Das hätte auch echt ins Auge gehen können. Alter Schwede, ich habe uns schon sterben sehen. Okay, das dürfte vielleicht reichen. Okay, und dann hurtig ab nach Hause, bevor uns hier die Monster ans Start gehen. Wo ist unser Berg? Hier. Okay, wo ist... Müssen wir mega vorsichtig sein. Alter Schwede. Das war knapp. Okay, Schwert in die Hand. Gleich spawnen die Monster. Wow. Das meinte ich mit, wir kennen die Gegend noch nicht. So, da ist unser Zuhause. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hüpfe einfach mal so über die Grasfläche. Okay, wir sind zu Hause. Wow, das war knapp. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Krass, krass. Okay. Das war heftig. Erstmal das Fleisch rein. So, Äpfel brauchen wir gerade nicht. Säpplinge können wir auch reinpacken. Körner brauchen wir gerade nicht. Ah, wir haben noch 19 Weizen, das ist gut. Holz haben wir jetzt auch wieder ordentlich. Ja, auch doof, dass wir verschiedene Holzsorten haben. Können wir eigentlich gleich mal zu Stickies machen, dann sind wir es los. Blockiert das nicht so das Inventar. Die Steindruckplatte, die haben wir mitgenommen. Können wir eigentlich oben reinpacken. So, dazu die Erde. Erde haben wir auch gar keine hier, ne? Ich würde sagen, wir machen uns mal hier so ein bisschen... Bisschen Stein kann man immer mal da haben. Birke packen wir unten rein. So. So. Dann würde ich sagen, wir schlafen nochmal eine Runde. Und dann kümmern wir uns um das Feld. Wenn das Feld immer noch nicht reif ist, ist mir egal, ich reiße es ab. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen was. Und, wobei, wir haben ja eigentlich genügend Weizen. Warum füttere ich eigentlich nicht die Kühe schon länger mit dem Weizen, das wir hier haben? Verstehe ich ja nicht. Okay, da hinten brennt's. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, ein paar Monster sind bereits gespawnt. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben sowieso noch genügend Weizen. Was soll das? Hier, auf geht's. Kühe. Vermehrt euch, seid fruchtbar. So ist gut. Hat noch jemand was? Alles klar. So. Weizen haben wir eigentlich noch genug. Weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme, jetzt warten zu wollen. Aber ich würde sagen, wir holzen das trotzdem jetzt einmal kurz ab. Dann haben wir trotzdem einfach einen ordentlichen Vorrat. Und fürs nächste Mal einfach auch.
So. Und jawohl, 64. Ja, also. Läuft doch. So viele Kühe müssen wir erstmal haben, damit wir. Damit wir in Weizennot kommen. So, dann packen wir das hier mal voll und das wächst sogar schon gleich. Sehr gut. So. Das war gerade echt mega knapp. Alter Schwede. So, da sind wir gerade hübsch draufgesprungen. Da werden wir uns mal kosmetisch drum kümmern. Zack. So, hier könnten wir eigentlich auch einen Steg drüber laufen, drüber bauen, dass wir hier nicht ständig so ins Wasser laufen. Das machen wir mal schnell. So, ein bisschen Holz haben wir ja. Alles gut. Ja, das können wir eigentlich verbrauchen. Zack. Das wird aber auch schon reichen. Nee, so nicht, oder? Nee, so geht's nicht. Shit. Nein! Ich würde es eigentlich gerne eher... Draußen fliegt gerade ein Hubschrauber rum. Weiß nicht, ob ihr das hört. Wieso geht das nicht? Wir probieren es mal so. Ja. So ist gut. Oh. Da unten ist noch Weizen. Wunderbar. So. Okay. Nee, so nicht. So. Dann hätten wir das auch. Genau. Dann machen wir das so. Gut, so läuft's. Okay. Alter. Manchmal läuft es und manchmal nicht. So, wir haben genug Weizen. Wir haben eine Kuhfarm angefangen. Das ist wunderbar. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für diese Folge, um noch andere Dinge zu tun. Wie zum Beispiel diesen Erdvorsprung abzubauen. Wir haben noch... Nein, den hier, danke. So. Und dann würde ich sagen, können wir uns hier noch so ein bisschen um die eine oder andere Erhebung kümmern. Dass wir hier so langsam auch ein Land haben, wo wir nicht plötzlich in Gruben und so weiter fallen. Müssen wir auch so ein bisschen uns drum kümmern, wie ihr gerade gesehen habt. So, dann würde ich nämlich hier gerne das ein bisschen begradigen, beziehungsweise entweder komplett dicht machen, was ich ein bisschen schade fände, oder aber... einfach ein Geländer hinmachen. Okay, hier geht es aber wirklich richtig runter. Was ist hier? Ist das eine Höhle? Nö. Das ist einfach nur so ein kleiner Tümpel. Tja, was machen wir denn damit? Das ist ja eigentlich ganz nice, aber irgendwie ein bisschen tief. Da hinten scheint es auch noch ein bisschen weiter zu gehen. Erstmal muss ich die beiden Kollegen hier von ihrer Schmach befreien. So. Haben wir hier irgendwas? Nö. Hm. Weil das ist hier direkt vor unserer... Oh. Das ist hier direkt vor unserer Haustür. Da würde ich nämlich sagen, tendiere ich eher dazu, das hier dicht zu machen. Und uns dann da hinten so einen schönen Tümpel oder so zu nehmen. Weil das bringt uns hier gar nicht so viel. Also das ist jetzt nicht wirklich effektiv oder besonders schön oder so. Sondern stört eigentlich eher. Da würde ich sagen... machen wir den hier eher mal dicht. Komm schon. Danke. Und wir wissen ja, dass hier drunter Wasser ist. Sollten wir jemals Wasser brauchen, können wir uns immer noch irgendwie da runtergraben. Und vielleicht wird das auch mal passieren. Ihr kennt das ja. Man baut das einmal zu, dann macht man es wieder auf und entdeckt, dass da mal was war, so nach einem Jahr oder so. So ähnlich wird das vielleicht wahrscheinlich hier auch sein.
So. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das machen wir dicht. Haben wir noch genügend Erde? Ja. So. Ja, das ist doch schon besser. So, der will nicht wachsen. Hier haben wir einen Kuhstall. Hier haben wir schon den ersten Baum. Man könnte im Prinzip hier dahinter direkt noch ein irgendwas bauen. Ne? Dazu müssen wir allerdings diese Lage Erde abbauen. Damit habe ich aber nicht so ein Problem. Halt schön ordentlich Erde klatschen. Kennt ihr ja. Kennt ihr ja schon aus anderen Streams. Ist nichts Neues. Und aus anderen Let's Plays. Hier kommt gleich Erde, hier kommt gleich Stein. Da müssen wir natürlich wieder stopfen. So. Hoffentlich ist darunter keine Höhle. So. Das ist dann natürlich ein bisschen gerade hier. Das heißt, wir werden hier noch ein bisschen... uns einfach ein bisschen reingraben, damit das nicht ganz so super glatt aussieht. Ja, muss jetzt ein bisschen sein, tut mir leid. Während wir auf die Kühe wachsen, warten und so weiter, richten wir uns hier so ein bisschen gemütlich ein. Wir werden auch gleich noch so eine Tour runter in den... in die Höhle machen, um Redstone zu finden. Das brauchen wir noch. Und dann hätte ich gerne noch Lust auf ein bisschen größere Erkundungstour, bevor wir dann richtig loslegen und uns aufmachen zu unserem neuen Dorf, zu unserem alten Dorf. Falls wir das jemals finden, wieder finden werden. Das steht ja noch nicht fest, aber ja, so ist das halt. Das ist hier unser neues Schicksal, unsere neue Bestimmung, die wir von ja, unserem Retter auferlegt bekommen haben. Der natürlich erstmal, ja, dem wir erstmal dankbar sein müssen, dass er uns aus der Hölle gerettet hat. Andererseits hätte er uns ja natürlich auch gleich ganz nach Hause schicken können. Man weiß nicht, warum er das nicht getan hat. Vielleicht konnte er es nicht, vielleicht durfte er es nicht. Jetzt hatte er keine Zeit dazu gehabt. Wir werden das vielleicht nie wissen. Vielleicht werden wir eines Tages ihm nochmal begegnen. Oh, das war es dann auch schon. Und werden ihn dann vielleicht mal fragen können. Aber bis dahin müssen wir einfach dankbar sein und sagen, gut, er hat unser Leben gerettet. Das muss einfach reichen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal eine Schippe. Vielleicht sogar zwei Schippen. Es ist immer gut, noch eine Schippe auf Lager zu haben. Etwas rohes Fleisch haben wir hier am Start. Rohes Rindfleisch. Das Rindfleisch hier müsste eigentlich mittlerweile durchgebraten sein. Wunderbar, dann packen wir mal das Neue da rein. Außerdem dürfte ja unser Eisen fertig sein. Yeah! 50 Eisen, das hat sich gelohnt, sehr gut. Damit sind wir hervorragend aufgestellt. Hier packen wir mal das rein. Ja, da haben wir ordentlich zu beißen. Brot, gebratenes Hammelfleisch, Steaks. So langsam wird das. So, Äpfel haben wir auch noch. Alles gut, alles gut. So... das brauchen wir momentan nicht. Das können wir auch mal hochpacken. Hier haben wir noch... ja, wir haben noch verzauberte Bücher. Schutz 4. Das ist eigentlich ganz fett. Wir könnten uns natürlich einen Amboss machen. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Wir sind ja momentan noch am Anfang und 50 Eisen klingt erstmal richtig viel. Ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Müssen wir... das sah gerade so ein bisschen aus wie ein Fleischklops. Müssen wir doch vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Und hier ist es mir jetzt gerade ein bisschen zu dunkel. Nochmal eine, jawohl, so eine Fackel hin. Hier passt auch nochmal eine hin. So. Hier machen wir mal sicherheitshalber nochmal einfach so eine kleine Durchgangssperre hin, solange wir jetzt hier aktiv nicht am Rumlatschen sind. Okay, was ist das für ein Geräusch? Es regnet. Sehr gut, dann wächst unser Weizen schneller. So, ich glaube auch, dass es Nacht geworden ist. Noch schnell was essen? Nein. So. Wunderbar, dann gehen wir mal kurz pennen.
Kann ich was trinken? Wow, hatte ich Durst. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Und herzlich willkommen zur letzten Etappe dieser Folge, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wir haben hier ein Buch. Und ich weiß gar nicht so genau, wie geht denn das? Muss man das hier so in die Hand nehmen? So, und dann... Ja. Und da können wir reinschreiben, glaube ich. Das heißt eigentlich, wir könnten ein bisschen Tagebuch schreiben. Liebes... Upsi. Ich bin ein super Tipper. Leider ist hier das Mikrofon direkt vor meiner Nase. Liebes Tagebuch. Wir beginnen mit den Aufzeichnungen am dritten Tag nach unserer Rettung. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir wissen nur, dass wir dankbar sein müssen, überhaupt noch am Leben zu sein. Wer hat uns gerettet? Warum wurden wir in die Hölle verschleppt? Vermutlich werden wir niemals Antworten auf diese Fragen bekommen. Das Einzige, was wir tun können, ist uns ein neues Leben aufzubauen. Ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Ein Leben, das trotz aller Verluste lebenswert sein kann. Was wird morgen sein? Wir wissen es nicht. Ich werde einfach mein Bestes geben und hoffen, dass es gut genug ist.